Da kommt er angeschlendert. Und Joachim Pfeiffer ist wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. So, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat ist ja jetzt vor Weihnachten und wir haben ein Paket gerichtet, gemeinsam mit dem Koalitionspartner, aufbauend auf einem Vorschlag, den die Bundesregierung, insbesondere aus dem Hause Peter Altmaier, für das EEG eine gute Vorbereitung geliefert hat. Und wir haben es jetzt im parlamentarischen Verfahren noch besser gemacht. Was machen wir? Wir stärken den Markt und steigern die Ausbauperspektive für die erneuerbaren Energien. Wir verbessern und fördern die Wettbewerbsfähigkeit für Mittelstand und Industrie. Wir treiben die Digitalisierung im Bereich der Energieversorgung voran. Wir stärken die Kommunen. Wir entbürokratisieren das erneuerbare Energiengesetz. Und wir schaffen vor allem auch eine Entfesselung für den Wasserstoff, indem wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass der Wasserstoffmarkt und die alle damit verbundenen Dinge so starten können, wie wir uns das wünschen. Was machen wir im Einzelnen? Stärken den Markt und steigern die Ausbauperspektiven für die Erneuerbaren, indem wir im Marktdesign die negativen Strompreise reduzieren. Wer es bezahlt wird von 6 Stunden auf 4 Stunden als ein erster Schritt, dem noch weitere folgen müssen. Wir nehmen Ausschreibungen in das System, wo bisher Potenziale ungenutzt sind. Zum Beispiel große Dachflächen werden heute durch das EEG nicht im notwendigen Umfang gehoben und genutzt. Deshalb machen wir zielgerichtet in der Größenordnung von 300 Kilowatt bis 750 Kilowatt neben dem EEG eine Wahlmöglichkeit zu Ausschreibungen. Das heißt, dass derjenige, das sind ja oftmals in Industrie- und Gewerbegebieten große Dachflächen, die zum Beispiel ein Großhändler oder ein Handwerker nicht für den Eigenverbrauch nutzen kann. Und deshalb bleiben die brach liegen. Durch eine Ausschreibung können wir diese Potenziale heben und entsprechend dann bei den Freiflächen beispielsweise einsparen. Ich glaube, da haben wir eine sehr intelligente und gute Lösung gefunden. Wir verbessern und fördern die Wettbewerbsfähigkeit für Mittelstand und Industrie, indem wir beispielsweise die besondere Ausgleichsregelung jetzt krisenfest machen, indem wir beispielsweise messen und schätzen, was pandemiebedingt schwierig ist in der Umstellung, jetzt Corona-bedingt Fristen verlängern und viele andere Dinge mehr. Wir treiben die Digitalisierung der Energieversorgung voran, indem wir zukünftig Smart Meter im Verteilnetz als Regel und Pflicht anstreben. Warum tun wir das? Die Digitalisierung im Bereich der Energieversorgung braucht Transparenz. Man muss wissen, welcher Strom ist im Netz. Und es müssen die Anlagen gesteuert werden. Und zwar nicht nur im Industriebereich, auch im privaten Bereich. Wenn Wärmepumpen bei der Sektorkopplung Einzug halten sollen oder wenn beispielsweise auch im privaten Bereich die Elektromobilität durch Ladestationen stark ausgebaut wird, dann müssen diese Dinge zukünftig steuerbar sein, damit sich neue Geschäftsmodelle beim Demand-Side-Management, zeit-lastvariable Tarife entsprechend entwickeln können. Wir stärken die Kommunen, indem wir im Bereich der öffentlichen Sicherheit und des öffentlichen Interesses die Zielbestimmung § 1 Absatz 5 streichen, weil sie die kommunale Selbstverwaltung einschränkt und weil sie die Planungshoheit der Kommunen beschränkt. Das wollen wir nicht. Wir setzen weitere Akzeptanzpunkte, indem wir beispielsweise im Windbereich den Kommunen 0,2 Cent pro Kilowattstunde bei Neubau und bei Repowering entsprechend Anreize setzen, dass sie sich diesen Dingen annehmen. Auch bei der Gewerbesteuerzerlegung, der Entschließungsantrag wurde vom Präsidenten bereits erwähnt, sind viele Punkte, die wir auch noch abarbeiten und angehen wollen. Wir entbürokratisieren das EEG, indem wir ein One-Stop-Agency schaffen, dem das Marktstammdatenregister weiterentwickelt wird und beispielsweise für den Normalbürger eine vereinfachte Anmeldung möglich ist. Beim Wasserstoff
wird dafür gesorgt, dass von Anfang an die Elektrolyse, wenn sie mit grünem Wasserstoff erfolgt, von der EEG-Umlage befreit wird oder dass die besondere Ausgleichsregelung alternativ gewählt werden kann. Deshalb haben wir beim Wasserstoff, dürfen wir den Fehler des EEG nicht wiederholen, sondern es gilt von Anfang an entsprechend eine Systembetrachtung, die den Transport, die Speicherung berücksichtigt, mit einzubeziehen. Damit gelingt es, den Mengenhochlauf beim Wasserstoff zu adressieren. Bei der Eigenversorgung, egal ob PV-Anlagen auf dem Dach für das Einfamilienhaus oder im Industriebereich, schaffen wir Rechtssicherheit bei der Scheibenpacht beispielsweise, wo Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb sind, Rechtsunsicherheit haben und vor Existenzfragen stehen. Und wir wollen sie nicht, anders als manch anderer vielleicht hier, werden wir ja nachher noch hören, aus dem Land vertreiben. Wir brauchen die energieintensiven Unternehmen und Wertschöpfungsketten in diesem Land, weil ohne diese gibt es kein ICE, gibt es keine PV-Anlagen und gibt auch kein Windrad. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Wir wollen die Komplexität reduzieren des Systems. Nee, war noch nicht. Herr Kollege, normalerweise, ich lasse nie Zwischenfragen zu, wenn die Redezeit schon abgelaufen ist. Und Ihre ist schon abgelaufen. Das war noch nicht, aber okay. Also, dann komme ich zum Schluss. Es Bitte. Gibt noch viel zu tun, die Komplexität zu reduzieren. Das EEG 2000 hatte 5 Seiten im Bundesgesetzblatt, 12 Paragraphen. Allein die Formulierungshilfe, die wir gestern im Ausschuss hatten, hatte 320 Seiten. Da sieht man, das EEG muss zurückgeführt werden. Wir wollen die EEG-Umlage ausfasen. Wir wollen das EEG dann auch so beenden, dass mit der Beendigung der Kohleverstromung auch der Markt entsprechend sich durchgreift. Und wir wollen die Finanzierung entsprechend regeln. Und deshalb haben wir hier noch eine große Aufgabe, die wir unmittelbar nach der Weihnachtspause hier auch mit dem Koalitionspartner angehen werden und auch in dieser Legislaturperiode noch einer Lösung zuführen wollen und werden. Vielen Dank. Joachim Pfeiffer kommt erst gemütlich angeschlendert, überzieht dann ein wenig und das hat dem Bundestagspräsidenten nicht wirklich gut gefallen. Smart Meter, hat er gesagt, Joachim Pfeiffer, das sind intelligente Zähler, das will ich Ihnen kurz übersetzen, Gas-, Wasser-, Stromzähler, also die Daten digital empfangen und senden können und die sind wichtiger Bestandteil, auch intelligenter Stromnetze, unter anderem auch wichtig im Zusammenhang mit einem optimalen Verhältnis von Produktion und Bedarf. Steffen Kotré spricht als nächster für die AfD-Fraktion. Jo. Schönen guten Morgen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die Energiewende ist nicht mehr zu retten. Und was hat die Bundesregierung bisher alles versucht, um diese instabile, unökonomische und ungeeignete Stromerzeugung aus Wind und Sonne zu retten? Verhundertfachung der Netzeingriffe, Abriegelung von Windindustrieanlagen, Stromsperren bei Strommangel, verstärkten Stromimport, Netzausbau, Wasserstoff, Mieterstrom, Bürgerenergie und vieles andere mehr. Und um die Preise dieser Planwirtschaft zu stabilisieren, werden also auch bald, wie zu DDR-Zeiten, nicht nur die Stromkunden zur Kasse gebeten, sondern jetzt auch der Steuerzahler, der dann die Subventionen mitbezahlen muss, meine Damen und Herren. Und die Anzeichen, dass es nicht funktionieren kann, finden sich auch in dem Gesetzverfahren selbst. Das Erneuerbare Energiengesetz ist ständig novelliert worden. Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes und anderer Gesetze der Koalition ist bereits in erster Lesung im Plenum gewesen und wird jetzt trotzdem mit einem 320-seitigen Änderungsantrag geändert werden. Und das, meine Damen und Herren, ist kein Ausdruck dessen, dass die Opposition hier ihre Gedanken mit einbringen konnte. Nein, das ist Ausdruck dessen, dass die Koalition handwerklich nicht gut arbeitet, dass aus den Ministerien Gesetzesentwürfe kommen, die handwerklich nicht gut gemacht worden sind und die nachgebessert werden müssen. Und das passiert immer häufiger, meine Damen und Herren.
Aber das ist eben auch kein Wunder bei dieser Komplexität dieser Planwirtschaft. Da muss man eben ständig nachbessern. Und ich denke, wir werden also kurz- und mittelfristig wieder weitere Änderungen hier erleben. Und der Änderungsantrag zum Änderungsantrag, 320 Seiten, der ist uns 70 Minuten vor der eigentlichen Ausschusssitzung, als dieser Änderungsantrag behandelt werden sollte, zugegangen. 70 Minuten. Und zu allem Überfluss kamen dann noch zwei mündliche Änderungsanträge hinzu, die wir natürlich auch nicht berücksichtigen konnten, nicht vorbereiten konnten. Und das ist keine Sternstunde der Demokratie, meine Damen und Herren. Die Stromerzeugung hat früher der Markt geregelt. Die Unternehmen hatten verlässliche Rahmenbedingungen. Es hat funktioniert. Geringe Strompreise, hohe Stromversorgung, umweltschonende Energieversorgung. Aber diese Marktwirtschaft haben wir jetzt nicht mehr. Und ich kann Ihnen mal gerne den Wust der Gesetze und Verordnungen vorlesen, die jetzt notwendig sind, um diese Planwirtschaft zu regeln. Also, wir haben da Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung, erneuerbare Energien-Ausführungsverordnung, besondere Ausgleichsregelungsgebührenverordnung, Ausschreibungsgebührenverordnung, EEG-Ausschreibungsgebührenverordnung, erneuerbare Energienverordnung, besondere Ausgleichsregelung, Durchschnittsstrompreisverordnung, grenzüberschreitende Energie, erneuerbare Energienverordnung, Herkunfts- und Regionalnachweisdurchführungsverordnung, Herkunfts- und Regionalnachweisgebührenverordnung, Innovations- Ausschreibungsverordnung, Kraftwärmekopplungsgebührenverordnung, Kraftwärmekopplungsgesetz, Kraftwärmekopplungsausschreibungsverordnung, Windenergieaufseengesetz, Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen und mitverarbeitenden biogenen Ölen auf die Treibhausgasquote, Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus, Kohleverstromungsbeendigungsgesetz und. Damit haben wir ganz klar auf dem Tisch, wir haben es hier mit Planwirtschaft zu tun, wir haben es hier mit Bürokratieaufbau zu tun, die wir alles nicht hätten. Damit haben wir hier ein komplexes System, was so bald nicht mehr funktioniert. Und deswegen sagen wir, weg mit dem EEG und Begleitgesetze. Das ist die einfache Richtung und das ist Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Steffen Cotré für die AfD-Fraktion. Und ja, er hat viel über das, über die Änderungen am EEG geredet, aber die AfD hat auch einen Gesetzentwurf eingebracht und will tatsächlich Anlagen abschaffen, beziehungsweise EEG abschaffen, die ab dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen werden. Außerdem sollen bestehende EEG erneuerbare Energieanlagen rückgebaut werden. Wir wissen ja, die AfD setzt auf Atomenergie. Jetzt Matthias Mirsch. Parlamentarismus pur. Dass CDU, CSU und SPD die Kraft haben, einen Gesetzesentwurf einer Regierung massiv zu verbessern, ist Parlamentarismus. Und ich bin stolz darauf, dass wir dieses hier heute miteinander beschließen. Wir haben in der ersten Lesung an vielen, vielen Stellen auch die Kritik der Opposition gehört. Und all diese Punkte sind in dieser Veränderung jetzt aufgenommen worden. Die Sozialdemokratie hat massiv dafür gesorgt, und ich bin stolz darauf, dass wir gerade bei den älteren Windenergieanlagen Brücken, Perspektiven geschafft haben, damit diese Anlagen nicht abgeschaltet werden. Wir haben den Unsinn aus dem Gesetz gestrichen, dass Bürgerinnen und Bürger, die in Solaranlagen seit Jahren investiert haben, mit Messstellen etc. belastet sind. Wir haben hier entbürokratisiert und dieses weiter gefördert. Wir haben für Kommunen Anreize geschaffen, wirklich in Erneuerbare zu investieren, Wertschöpfung, die vor Ort entsteht, vor Ort zu lassen. Und damit sind wir sicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird die Akzeptanz auch von Windkraft weiter steigen. Wir sind froh darauf. Und für uns ist wichtig, dass das Ganze ein Mitmachprojekt ist für die Bevölkerung, dass jeder die Möglichkeit hat, in erneuerbare Energien zu investieren. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein wirklicher Meilenstein,
dass wir ein Mieterstrommodell entwickelt haben, wo alle partizipieren können, nicht nur Eigenheimbesitzer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn hier von Markt gesprochen wird, von einer Fraktion, die auf Atomkraft setzt, eine Technologie, die ohne Milliardensubventionen von Bürgerinnen und Bürgern niemals überlebensfähig wäre, dann sage ich, es ist der Übergang in eine neue Zeit. Und die muss gefördert werden. Die Erneuerbaren sind die Zukunft und nichts anderes. Herr Kollege Mirsch, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, die gestatte ich nicht, weil ich in meinen Gedankengängen jetzt fortführen will. Denn ich will sagen, dass wir hier an dieser Stelle nicht stehen bleiben dürfen. Die Sozialdemokratie ist bereit, weitere große Fragen zu klären. Und das betrifft natürlich die Finanzierung, Stichwort EEG-Umlage. Und das betrifft auch die Ausbaupfade, die ohne Zweifel erhöht werden müssen. Deswegen ist uns der Entschließungsantrag so wichtig, indem wir bereits gesagt haben, im ersten Quartal im nächsten Jahr wollen wir diese Fragen klären. Und nach den konstruktiven Gesprächen mit CDU, CSU bin ich sicher, wir werden das schaffen. Und weil das Ganze ein Zukunftsprojekt mit allen werden soll und wir kurz vor Weihnachten sind, würde ich dazu noch etwas mir wünschen. Wir haben das große Problem, dass wir die Ziele locker aufstellen können. Aber das, was wir hier heute machen, ist mindestens genauso wichtig, weil das sind die Instrumente. Und wir sehen gerade bei der Windkraft, dass wir nicht weiterkommen. Und die Grünen machen gerade die Erfahrung, weil sie 11 Umweltminister in den Ländern stehen von 16, dass seit über anderthalb Jahren gedoktert wird, wie man Genehmigungsverfahren bei Wind schneller machen kann. Ohne irgendein Ergebnis. Und deswegen lade ich Sie ein. Machen Sie mal einen konstruktiven Vorschlag, was die Genehmigungsverfahren betrifft, dass es in Ihrer Hoheit. Schaffen Sie die Voraussetzungen, dass nicht wie in Hessen gerade im letzten Jahr passiert, nur 4 ganze Windkraftanlagen genehmigt worden sind. Das ist der nächste Schritt, den wir tun müssen. Und ich lade Sie herzlich ein, im nächsten Quartal diese Frage mit uns zusammen zu klären. Dann machen wir die Ausbaupfade und das Thema erneuerbare Energienumlage. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Matthias Mirsch war das, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Sie konnten ihn auch heute Morgen schon bei uns sehen, zusammen mit Lukas Köhler, dem klimapolitischen Sprecher der FDP. Und wir bleiben bei der FDP sozusagen, denn auf den Weg zum Pult macht sich Michael Theurer, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion. Michael Theurer, FDP ist der nächste Redner. Ja, guten Morgen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. 54% der installierten Kraftwerksleistung in Deutschland sind erneuerbare Energien im Jahr 2019. Allerdings trugen sie nur knapp 38% zur Stromerzeugung bei. Denn Fakt ist, dass Sonne und Wind eben diskontinuierlich zur Verfügung stehen. Man kann jetzt sagen, das EEG, das ja 20-jähriges Jubiläum in diesem Jahr feiert, Rot-Grün hat es ja eingeführt und Herr Trittin sagte damals, es kostet nicht mehr als eine Kugel Eis, ist ein immens teures Instrument, um erneuerbare Energien hochzufahren. 26 Milliarden Euro Umlage, das sind 323 Euro pro Bürgerin und Bürger in Deutschland. Da kann man einen Haufen Eis kaufen. So viel Eis wollen die Bürger, glaube ich, gar nicht kaufen. Also wir wollen an der Stelle mal deutlich machen, diese massive Umverteilungsmaschinerie EEG war am Anfang für die Markteinführungshilfe gut, muss aber jetzt dringend reformiert werden, denn es kommen ja dann noch Milliarden aus dem Bundeshaushalt dazu. Der Bund rechnet ja, die Bundesregierung rechnet ja mit Ausgaben im Jahr 2021 von 34 Milliarden Euro. Nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln hätte man CO2 viel günstiger vermeiden können. Historisch gesehen hat EEG dazu geführt, dass bei Solarstrom eine Tonne CO2 für 415 Euro vermieden wurde, während eine Tonne CO2-Vermeidung im Emissionshandel nur 31 Euro kostet. Wir konzentrieren uns deshalb als FDP darauf, wie man das Klimaschutzziel effizienter erreichen kann. Es ist tragisch, dass die Bundesregierung die dringend notwendige Reform des EEG verschiebt.
nicht in die nächste Wahlperiode, sondern in die übernächste Wahlperiode, Herr Minister Altmaier. Das ist bedauerlich, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Jetzt muss das EEG reformiert werden. Und Herr Kollege Pfeiffer, Sie haben ja einige vernünftige Vorschläge hier vorgetragen, die die FDP ja unterstützt. Aber Sie machen ja als CDU, CSU gar nicht das, was Sie hier vorgetragen haben. Und wir sagen an der Stelle, wir fordern dringend eine Reform des EEG ein. Und meine Damen und Herren, ja, wir brauchen auch in Zukunft Import von CO2-neutral hergestellten Wasserstoff und klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen. Deutschland wird nie energieautark sein, wenn man nicht will, dass praktisch die Industrie in Deutschland kaputt gemacht wird, sondern wir importieren derzeit Energie, eben Öl und Gas. Und wir als Freie Demokraten wollen den Klimaschutz erreichen mit CO2-neutralen synthetischen Kraftstoffen und Wasserstoff, der dann woanders in der Welt hergestellt wird, weil er da zu geringeren volkswirtschaftlichen Kosten hergestellt werden kann als hier in Deutschland. Meine Damen und Herren, die FDP setzt auf den schnelleren Ausstieg aus der EEG-Umlage. Wir wollen eine grundlegende Reform von Steuern, Umlagen und Abgaben auf Energie und eine Entbürokratisierung des Energierechts. Sie, Herr Minister Altmaier, setzen stattdessen auf Verteilen, Verwalten und Verschieben. Das ist falsch, meine Damen und Herren. Wir haben in der Zeit, als die FDP in der Regierung war, und das waren ja nur 4 Jahre in den vergangenen 20 Jahren, durch marktwirtschaftliche Instrumente dafür gesorgt, dass die EEG-Umlage heute nicht so stark gestiegen ist, wie sie bei Ihrem staatsplanwirtschaftlichen Instrument gestiegen wäre. Das muss man an der Stelle mal festhalten. Vielen Dank, Herr Präsident. Michael Theurer war das für die FDP-Fraktion. Und jetzt kommt Lora Göster-Beutin aus der Linksfraktion. Und er ist energie- und klimapolitischer Sprecher seiner Fraktion. Wartet noch, bis das Pult desinfiziert ist. Lorenz Göster-Beutin, die Linke. Jetzt aber ist der Weg frei. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Geschichte der erneuerbaren Energien in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte. Und es ist der Erfolg der vielen Menschen in unserem Land, die sich seit den 1990er Jahren auf den Weg gemacht haben. Auf den Weg gemacht haben gegen den Klimawandel, für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und im Jahr 2000 ist mit dem Erneuerbaren Energiengesetz der Rahmen geschaffen worden, um den Ausbau der erneuerbaren Energien auf eine rechtliche Basis zu stellen. Und gegen alle Schlechtrednerinnen, gegen alle Lobby, gegen alle fossilen Konzerne haben wir mittlerweile 50% Ökostrom im Netz. Und das finde ich großartig. Aber in allen guten Geschichten ist es so, dass der Held irgendwann angegriffen wird. Dann braucht er unsere Hilfe. Und der Rahmen des Erneuerbaren Energiengesetzes ist auch durch die schwarz-gelbe Koalition immer weiter durchlöchert worden. Immer weitere Ausnahmen für die Großkonzerne, die zulasten der Stromkunden gehen. Immer mehr Ausschreibungsmechanismen, die es Bürgerinnenenergie und Genossenschaften immer schwerer machen, zum Zuge zu kommen. Und dann kommt Anfang des Jahres Wirtschaftsminister Altmaier zur Hilfe und sagt, wir wollen eine große Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes. Doch wer die Verzögerungstaktik dieses Wirtschaftsministers kennt, etwa beim Kohleausstieg oder bei der Photovoltaik und der Windkraft, weiß, wenn Herr Altmaier um die Ecke kommt, das kann nichts Gutes bedeuten. Aber dass die Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes nicht so schlecht geworden ist, wie sie vielleicht Herr Altmaier und die großen Konzerne sich gewünscht hätten, das ist dem Druck der Vereine und Verbände, dem Druck der Klimabewegung zu verdanken und ja, in diesem Fall auch der SPD, die einmal ihren Rücken gerade gemacht hat. Aber es reicht eben nicht aus, das Schlimmste zu verhindern. Das reicht vollkommen nicht aus, denn wir haben weiter überbordende Ausnahmen für die große Industrie und das wird mit dieser sogenannten Reform noch einmal ausgeweitet. Wir haben wahnsinnige, irre Milliardensubventionen für die fossile Industrie weiterhin und Genossenschaften und Bürgerinnenenergie werden weiter ausgebremst. Diese Bundesregierung lässt sie am langen Arm verhungern und das ist ein riesiges Problem. Und
wenn man sich das anguckt, dann gibt es jetzt einen Entschließungsantrag. Und da steht, wir verschieben die Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien noch mal ins nächste Jahr. Woher nehmen SPD und CDU die große Hoffnung, dass sie im nächsten Jahr, im Jahr der Bundestagswahl, das erreichen können, was sie in den ganzen Jahren vorher nicht erreicht haben? Das ist eine wahnsinnige Illusion, und wir werden ihnen weiter Druck machen, dass doch noch etwas passiert, was passieren muss. Und anders als den Braun-Blauen nehme ich Ihnen ja ab, Sie haben die Gefahr der Klimakatastrophe begriffen und Sie wollen handeln. Aber Ihnen fehlt eben der Mut, Ihnen fehlen die Visionen, um sich gegen die Konzerne und gegen die Lobbygruppen zur Wehr zu setzen. Vielleicht nutzen Sie einmal die stillen Tage, jetzt über Weihnachten in sich zu gehen und sich zu überlegen, auf welcher Seite der Geschichte Sie stehen wollen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Vielen Dank. Lorenz Göster Beutin aus der Linksfraktion, und wir sind schon beim drittletzten Redner angekommen in dieser Debatte, die ja verkürzt ist, wie so mancher am heutigen Tag, weil man Tagesordnungspunkte von morgen auf den heutigen Debattentag geschoben hat, teilweise auch schon auf den gestrigen, aber das heißt eben Abstriche an den einzelnen Tagesordnungspunkten. Jetzt am Pult Oliver Krischer, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist der Dreh- und Angelpunkt jeder Klimaschutzstrategie. Wenn wir Wasserstoff, E-Fuels, Elektromobilität, Wärmepumpen, was auch immer wollen, dann müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Wir müssen ihn vervielfachen in Deutschland. Und ich sage mal ganz klar, diese Novelle wird diesem Anspruch nicht im Ansatz gerecht. Das muss ja ganz klar gesagt werden. Und meine Damen und Herren, das wird am deutlichsten, wenn man in den Entschließungsantrag guckt, den Sie ja damit verabschieden. Da dokumentieren Sie, dass Sie sich nicht auf Ziele und Ausbaupfade verständigen könnten. Was ist das denn für eine Bankrotterklärung, dass man ein Gesetz verabschiedet, das kein Ziel hat, das keine Ausbaupfade nennt? Das ist ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Und lieber Matthias Mirsch, ich finde es schon ehrlich gesagt ein bisschen unverschämt, wenn man hier nicht die Grundlage liefert dafür, dass im Land ausgebaut werden kann, dann mit Ländern auf Länder zu zeigen. Und da müsste man noch mal drüber reden, welche Rolle haben eigentlich Sozialdemokraten in diesen Ländern? Da werden wir sehr schnell fündig, wer den Ausbau der erneuerbaren Energien doch bremst. Herr Kollege Krischer, dazu möchte Ihnen ein Mitglied der Sozialdemokratischen Fraktion eine Zwischenfrage stellen. Da habe ich sehnsüchtig drauf gewartet. Ja, lieber Oliver Krischer, Sie sind ja auch zitiert worden gestern im Handelsblatt, warum Sie die EU-Klimaschutzziele nicht umsetzen. Aber Sie wissen ja, wie hoffentlich ich auch, dass die noch gar nicht fixiert sind. Die Staaten der EU sagen jetzt -55% mit ein paar, die Kritiker sagen, Schlupflöcher. Das Europäische Parlament verhandelt für 60%. Und es ist nicht entschieden. Die Entscheidung kommt erst in den nächsten Wochen. Und wenn Sie jetzt so tun, als sei die Entscheidung für 55 schon gefallen, fallen Sie den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament jetzt hart für eine Verschärfung der Ziele streiten in den Rücken. Und das müssen Sie auch mal klar sagen. Deswegen ist es seriös, die Zieldebatte zu verschieben. Und mit den Zielen haben Sie es ja auch nicht so genau. Gucken wir mal nach Baden-Württemberg. -25% ist im Klimaschutzgesetz dort geregelt. Das schaffen Sie nicht. Im Bund -40%. Wenigstens haben Sie eine Überprüfung. In der Überprüfung, im Bericht steht drin, der Bund hat einen guten Job gemacht, was das Klimaschutzgesetz angeht. Warum, und das ist jetzt meine Frage an Sie, werden Sie nicht endlich konstruktiv? Warum werden Sie nicht sachlich? Bereiten Sie sich schon auf die Hängematte mit Herrn Altmaier vor, oder was soll das hier? Und ich kann Ihnen nur eins sagen, diese Hängematte kann schnell reißen. Also, lieber Kollege, ich weiß ja nicht, wo Sie im letzten Jahr waren. Ich weiß ja nicht, ja, auf die Polemik da zum Schluss muss man gar nicht eingehen. Auf wo Sie im letzten Jahr waren. Aber Ursula von der Leyen ist seit einem Jahr Kommissionspräsidentin und sagt, wir brauchen ein ambitioniertes Klimaschutzziel. Sie sagt 55%. Das Parlament sagt 60%.
Und das ist seit einem Jahr klar, dass wir das Ziel von 40 auf mindestens 55 oder 60% erhöhen werden. Und deshalb frage ich mich, wenn Sie vorangehen wollen, warum sagen Sie nicht, wir machen die 60%, wir setzen das um, wir reiten endlich mal wieder vor wie Sozialdemokraten. Und meine Damen und Herren und Herr Kollege, auf die Frage nach Baden-Württemberg, da habe ich ja gewartet. Da habe ich ja gewartet. Weil er gibt mir die Gelegenheit zu sagen, die Agentur für erneuerbare Energien zu zitieren, die Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, übrigens beide grüne Umweltminister, Platz 1 beim Ausbau der erneuerbaren Energien 2019 verteilt haben. Das älteste Klimaschutzgesetz, eine Solarpflicht, die in Baden-Württemberg eingeführt worden ist, ein Erneuerbar-Wärmegesetz, ein Klimaschutzgesetz, als Sie noch nicht wussten, was das ist. Das ist in Baden-Württemberg gemacht worden. Und dann möchte ich ja hier mal eines erwähnen, dass in Baden-Württemberg der Windenergieausbau verfünffacht wurde, aber bei weitem noch nicht ausreichend ist. Da haben Sie völlig recht. Da haben Sie völlig recht. Aber woran liegt das denn? Ich weiß, das hören Sie nicht mehr gerne, aber es gab hier mal einen Energieminister, Sigmar Gabriel, den erwähnen Sie heute nicht mehr so, der hat hier Ausschreibungen gemacht, die die Südländer systematisch benachteiligt haben. Und danach ist in Baden-Württemberg und Hessen zurückgeworfen worden und Rheinland-Pfalz, weil Sie den Osten und den Norden an der Stelle gestärkt haben. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und dazu sollten Sie an der Stelle auch mal stehen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen, meine Damen und Herren. So, und wie absurd, jetzt feiert sich ja Matthias Mirsch für eine Großtat, hier die Sozialdemokratie, was die SPD geschafft hat, das muss man anerkennen, dass sie ein paar von den Schikanen, die Peter Altmaier eingebaut hat, dass sie die rausgenommen haben. Aber nur aus einem ein paar Schikanen rauszunehmen, macht aus einem miesen Gesetz kein gutes Gesetz. Da sind wir weit von entfernt an dieser Stelle. Und an manchen Stellen, das muss man an der Stelle auch klar sagen, haben Sie es sogar noch verschlechtert. Warum streichen Sie aus diesem Gesetz heraus, dass das im öffentlichen Interesse der Ausbau der erneuerbaren Energien ist? Erneuerbare sollen unsere zukünftige Energieversorgung sein zu 100%. Wenn nicht das im öffentlichen Interesse ist, was soll denn bitte schön dann im öffentlichen Interesse sein? Und meine Damen und Herren, zum Abschluss, das möchte ich in aller Klarheit sagen. Erneuerbare Energien schaffen Arbeitsplätze. Und Peter Altmaier hat in seiner Amtszeit 40.000 Arbeitsplätze allein in der Windindustrie vernichtet. Das ist doppelt so viel, wie überhaupt die Kohle hat an der Stelle. Das muss man klar sagen. Und wenn ich mir hier Herrn Pfeiffer anhöre, dann kann man ja nur sagen, wo Automobilindustrie, Maschinenbau, Chemie, alle fordern den Ausbau der erneuerbaren Energien, weil das Zukunft ist. Sie bremsen das. Sie sind längst zum Standortrisiko für Deutschland, zum industriellen Standortrisiko geworden, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Und das dokumentieren Sie mit dieser Novelle. Und deshalb werden wir diese Novelle ablehnen, meine Damen und Herren. Oliver Krischer, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und wenn man diese Rede gehört hat, muss man sagen, ein schwarz-grünes Projekt wäre interessant. Vorletzter Redner, Andreas Lenz, nochmal für die CDU-CSU-Fraktion. Und er ist Vorsitzender im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Dr. Andreas Lenz, CDU-CSU. Und vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Die Zwischenfrage vorhin kam von Klaus Mindrup aus der SPD-Fraktion. Jetzt aber Andreas Lenz. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ein gutes Gesetz, das wir heute verabschieden. Und die verzweifelten Versuche der Opposition, das Gesetz jetzt schlecht zu reden, verdeutlichen das eigentlich nur umso mehr. Wir stehen bei annähernd 50% Erneuerbare im Strombereich. Das ist immens, das ist eine große Leistung. Das ist vor allem die Leistung derer, die die Energiewende betreiben. Aber das ist auch die Leistung dieser Koalition, um das einmal ganz klar zu sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden allen Unkenrufen zu Trotz das Klimaschutzziel 2020 erreichen und wir werden und wir haben es geschafft, das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, eben auch durch den Ausbau der Erneuerbaren. Und was ist eigentlich der Unterschied
Sie von den Grünen machen sich Gedanken über die Ziele. Wir schauen, wie man die Dinge umsetzt, wie sie letztlich zum Fliegen kommen. Sie meckern, wir machen, und das ist letztlich der Unterschied. Und das macht auch den Unterschied, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und übrigens, Sie von der AfD stellen ja jetzt zum x-ten Mal den Antrag zur Abschaffung des EEGs. Und bei Ihren Debattenbeiträgen merkt man eigentlich sehr schnell, dass Sie gar nicht wissen, was Sie hier eigentlich abschaffen wollen. Natürlich ist das EEG komplex, keine Frage. Es ist auch zu komplex. Die Frage ist nur, warum das EEG dem einen oder den anderen zu komplex ist. Wenn Sie beim nächsten Mal zustimmen übrigens, wenn wir die Änderungsanträge früher einreichen, dann werden wir uns das auch wirklich gut überlegen. Aber ich glaube, das ist auch irgendwo bei Ihnen vergebene Liebesmühe. Und lassen Sie mich eines auch ganz klar sagen. Unser Ziel ist es, dass wir das EEG irgendwann natürlich gar nicht mehr brauchen, dass erneuerbare Anlagen auch ohne Einspeisevergütung am Markt wettbewerbsfähig sind. Und gerade um Marktfähigkeit, um Wirtschaftlichkeit, um Ambition und Motivation geht es auch in dieser Novelle. Wir entbürokratisieren bei der Photovoltaik. Zukünftig wird es einen sogenannten One-Stop-Shop geben bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen. Eine Anlaufstelle bei der Beantragung, das ist eine Riesenerleichterung für die Bürgerinnen und Bürger. Das wird der Photovoltaik noch mal einen Schub geben. Wir erhöhen die Möglichkeiten beim Eigenverbrauch, nämlich für Anlagen bis zu 30 Kilowatt Peak. Auch hier schaffen wir Anreize. Für uns gilt ganz klar Eigenverbrauch vor Einspeisung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir schaffen bei der Photovoltaik ein Segment für die Agro-PV, die insbesondere für Sonderkulturen geeignet ist, insgesamt 50 Megawatt im Jahr. Ebenso schaffen wir Ausschreibungsmöglichkeiten, ein Ausschreibungssegment für Dachanlagen. Für uns gilt nach wie vor Dach vor Feld. So werden wir die Anreize auch weiterhin setzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir bringen den Mieterstrom voran, PV in die Stadt. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft hat gestern von einem Paradigmenwechsel im positiven Sinne gesprochen. Wir ermöglichen, dass Ü20-Anlagen am Netz bleiben und so das System natürlich auch insgesamt günstiger machen. Das alles wird bei der PV einen enormen Ausbauschub für ganz Deutschland bringen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir halten die Biomasse im Spiel der Erneuerbaren. Sie sind grundlastfähig und flexibel fahrbar. Die Anlagen, die jetzt am Markt sind, werden auch zukünftig eine Chance bei den Ausschreibungen erhalten, am Markt zu bleiben. Wir wollen die Biomasse im Gegensatz zu vielen anderen hier im Parlament, aber auch in der Gesellschaft eben nicht abschaffen. Wir wollen ihre Stärken entsprechend nutzen. Wir stärken die Wasserkraft, eine erneuerbare Energie mit Tradition, und wir stärken auch die Geothermie, die noch viel Zukunftspotenzial hat, das wir auch entsprechend heben wollen. Wir wollen, dass die Nutzung von Wasserstoff eine Erfolgsgeschichte wird, und dazu befreien wir Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, von der EEG-Umlage. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass die deutsche Wasserstoffstrategie ein Erfolg wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und im Entschließungsantrag widmen wir uns sehr vielen Facetten nochmal, beispielsweise auch der Energieeffizienz. Wir wollen, dass gerade auch Energiedienstleister zukünftig eben auch mehr Möglichkeit haben, am Markt zu agieren. Wir wollen, dass der, der einspart, letztlich nicht bestraft wird, sondern dass der auch belohnt wird. Und zum Schluss möchte ich noch betonen, dass wir die Ausbauziele bei den Erneuerbaren im Bereich des Stromes immer übererfüllt haben. Und trotzdem werden wir noch mal über die Ziele sprechen, auch im Lichte der Vereinbarungen, die die EU treffen wird. Wir werden dabei ebenso den Ausbau außerhalb des EEGs übrigens berücksichtigen, der bis dato jetzt ja schon stattfindet. Und wir werden uns auch die Reform der EEG-Umlage insgesamt anschauen. Sie reden, wir handeln, das ist der Unterschied. Wir liefern, Sie labern, könnte man auch sagen. Vielen Dank an der Stelle noch an alle, die intensiv beigetragen hat, dass das Gesetz jetzt zum Erfolg wurde. Und jetzt gilt es, das Gesetz entsprechend auch umzusetzen. In dem Sinne, herzlichen Dank. Andreas Lenz aus der Unionsfraktion, genauer aus der CSU-Landesgruppe. Und damit sind wir schon beim letzten Redner angekommen. Johann Saathoff wird das sein für die SPD-Fraktion. 3 Minuten hat er nochmal. Und dann gibt es hier eine ganze Reihe von Abstimmungen, die wir versuchen, so gut es geht, für Sie zu begleiten. Aber jetzt erstmal Johann Saathoff.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir haben viel Arbeit geleistet in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben uns intensiv auseinandergesetzt und wir haben auch gestritten. Das ist überhaupt gar kein Geheimnis. Aber wir haben auch gute Ergebnisse erzielt und die kann man heute auch mit Stolz verkünden. Wir haben zum Beispiel in der Frage der Akzeptanz dafür gesorgt, dass es künftig eine Gemeindebeteiligung geben wird, wenn Windenergieanlagen aufgebaut werden. 0,2 Cent pro Kilowattstunde mag vielleicht nicht viel sein, ist aber für eine Gemeinde richtig viel Geld. Und vor allen Dingen an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Botschaft, sie ist auch kreisumlagefrei. Von daher hat man wirklich Verdienst in der Gemeinde, die man umsetzen kann. Und bei Windparks, die an Gemeindegrenzen stehen, haben wir dafür gesorgt, dass beide Gemeinden profitieren und nicht sozusagen man sich gegenseitig im wahrsten Sinne des Wortes abgrenzt, sondern dass dieser Profit wird geteilt miteinander. Und wir haben dafür gesorgt, dass es eine rechtliche Sicherheit gibt für Bürgermeister und ehrenamtlich tätige Kommunalpolitiker. Ich hätte mir auch gewünscht, dass für vorhandene Windenergieanlagen, also für die Anlagen oder für die Gemeinden, in denen die Energiewende schon gelebt worden ist, diese Regelung gefunden worden wäre. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Aber freiwillig kann man jetzt straffrei auch an Gemeinden zahlen, und das ist ein großer Erfolg. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den Windenergieanlagen, die aus der EEG-Förderung rausfallen, haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Einmal haben wir eine Übergangsförderung geregelt. Zum Zweiten haben Sie die Möglichkeit, an der Direktvermarktung teilzunehmen. Und drittens haben Sie die Möglichkeit, an einer Ausschreibung teilzunehmen. Damit verhindern wir den Rückbau, der sonst eben angestanden hätte. Und damit machen wir die Energiewende ein Stück weit sicherer. In der Photovoltaik, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir neue Modelle eingeführt, die man jetzt erproben kann. Floating PV und Agri PV. Und wir stärken den Ausbau von PV-Dachanlagen. Und wir verbessern den Mieterstrom. Das, was hier zigmal gefordert worden ist, Quartiersansatz, ist jetzt drin. Und das darf man auch mal feiern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der PV-Eigenverbrauch für Einfamilienhäuser ist künftig EEG-Umlage befreit. Auch das habe ich hier tausendmal gehört. Jetzt ist die Forderung erfüllt und keiner freut sich darüber, jedenfalls keiner aus der Opposition. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, darüber hinaus noch, alte PV-Anlagen müssen nicht mehr befürchten, dass sie teure technische Einrichtungen bauen müssen, die sie unwirtschaftlich machen. Die Menschen, die früher Pioniere der PV waren und ganz früh schon Anlagen gebaut haben, können diesen Strom jetzt selber für ihren Eigenverbrauch nutzen und ihn auch wirtschaftlich betreiben, ohne zusätzliche technische Anlagen. Wir haben noch viel mehr. Geothermie, Biomasseregelungen, Gülle-Kleinanlagen, Altholzanlagen, Wasserkraft. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir noch eine Küstenmeerregelung geschafft hätten. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Und wir haben Rechtssicherheit für Industrieunternehmen, die Kraftwerkscheiben gepachtet haben. Wichtig für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Bereich. Es gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch viel zu tun. Und in den nächsten Wochen werden wir weiterhin intensiv arbeiten. Wir sind als Sozialdemokraten jedenfalls dazu bereit, das Umfeld dafür besser zu machen. Oder wie man in Ostfriesland sagt, der Fegen will, der findet auch am besten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.